Hallo, Freunde der gepflegten Bastelei. Heute das erste Mal aus der Cast for Art Workstation. Wir sind hot, sieht man, hotter, auch gerne genannt die Thermoguys. Ja, was haben wir für euch? Wir haben heute einen kleinen Überblick über einen neuen Thermoplast, den wir euch zeigen wollen. Warplast Transpa Art. Viele von euch kennen wahrscheinlich schon das Warplast Finest Art, auch einige von euch das Warplast Deco Art. Wie wir hier sehen, es ist durchsichtig. Was wir damit jetzt alles so machen können, das zeigen wir jetzt gleich in dem Film. Hier haben wir noch mal so ein paar Sachen aufgebaut, was wir da irgendwie schon herangezaubert haben. Wir haben da was vorbereitet. Zum Beispiel haben wir Steine genommen und diese abgeformt, um zum Beispiel Schmucksteine für Kostüme herzustellen. Kann man einfach Steine irgendwo aus dem Garten nehmen, die man benutzen kann. Wir haben das Ganze foliert, damit es auch durchsichtig ist, schön für Visiere oder ähnliches, aber man kann es halt auch schon schön noch dreidimensional anformen. Wir zeigen euch, wie man reinlöten kann, also Schriftzüge kann man reinlöten zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob man es auf die Entfernung gut sehen kann. Cast for Art steht hier drauf. Ihr könnt Schmucksteine abformen, diese anmalen, von hinten beleuchten, das Ganze verkneten. Ja, auch von innen beleuchten zum Beispiel. Sieht auch gut aus. Verklebungen zeigen wir euch. Wie es halt vernünftig hält. Welchen Kleber man da benutzen kann. Wie man es verschweißen kann, damit es zusammenhält. Ja, im Prinzip eine Art von Nieten. Damit man es auch woanders gut dran befestigen kann. Festnähen oder ähnliches. Flachere Steine. Oder halt einfach nur folierte Abdrücke. Das Ganze könnt ihr zum Beispiel auch von Hand lackieren mit Sprühdosen, teilweise durchsichtig oder halt deckend, je nachdem, was gebraucht wird. Das ist zum Beispiel hier diese Form gewesen. Und vor allen Dingen natürlich das Gimmick schlechthin, der Totenschädel, seht ihr ja hier vorne, einmal durchsichtig und der ist von innen lackiert. Aber außen ist er natürlich immer noch schön glänzend, als wenn er poliert wäre. Will ich nochmal was sagen jetzt? Du kannst jetzt nochmal was sagen. Jetzt. Um das vorwegzunehmen, das ist jetzt keine Anleitung in dem Sinne, dass wir dann sagen, hier, ihr habt jetzt was, das wollt ihr machen, das ist euer fertiges Produkt. Das hier ist tatsächlich jetzt eher mal, um euch zu zeigen, wie benutzen wir das Material, was sind so ein paar kritische Punkte, wo ihr aufpassen müsst, welche Verbindungsmöglichkeiten gibt es. Also eher eine allgemeine Abhandlung, dass ihr einfach mal so ein klein wenig reinschauen könnt, weil wir ja schon wollen, dass wenn ihr was Neues benutzt, auch irgendwie die Möglichkeit habt, da von vornherein schon relativ fehlerbefreit zu arbeiten. Es ist jetzt nicht so einfach zu handhaben, wie es andere Materialien, das wir haben. Deswegen dachten wir, wäre es eine schöne Sache, wenn wir hier halt einfach mal explizit zeigen, hier Goes, No-Goes. Ja, und das wird jetzt die nächsten 10, 15 Minuten so passieren. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß damit. Übrigens ist eher das, wenn ich bastel so schlecht. Deswegen ist er auch hotter. Ne? Hat halt nur für hot gereicht. Und ich hoffe, hier irgendwie ihr lernt was draus. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder ähnliches, einfach entweder unter dem Video selbst posten. Oder uns einfach Cast for Art auf Facebook schreiben oder über unsere Website gehen. Aber da findet ihr noch alle Links, die ihr dann braucht, auch in dem Video selbst. Tja, und los geht's. Tata. Die Thermoguys. Bevor wir jetzt anfangen, mit dem neuen Material zu arbeiten, ist zu bedenken, dass die Temperatur bei dem ein bisschen höher ist als bei den anderen Thermoplasten. Da brauchen wir so 120 Grad, bis es aktiviert ist. Damit wir es dann besser anfassen können, sind Handschuhe recht hilfreich. Die hier benutze ich immer für das Warplast Finest Art ganz gerne. Da ist die Oberfläche ein bisschen rauer. Da kann man das noch gut anfassen, auch wenn es sehr feucht ist. Bei dem Transpa Art besser etwas glattere Handschuhe benutzen. Ich zeige euch das gleich nochmal aus der Nahaufnahme, wie die unterschiedlich aussehen, weil ansonsten hat man Abdrücke auf dem neuen Material und dann sieht man das durch. Dann brauchen wir noch einen Spülschwamm. Da kann man am besten mal ein kleines Stück von abschneiden. Ja, das reicht schon.
eine alte Zahnbürste und ja, eine Zange oder eine Grillzange, um das ein bisschen festzuhalten und abzuziehen. Wie immer ein Schälchen mit Wasser und Alufolie brauchen wir hier auch. Die ist hier auf jeden Fall unverzichtbar, damit wir keine Überlappung kriegen, die wir dann hinterher wegarbeiten müssen. Da ist am besten immer vorher zu sehen, dass man die Sachen vermeidet, anstatt dass man sie hinterher wegkriegt. Das ist ein bisschen anders als bei dem Warblers Finest Art zum Beispiel, wo man es einfach ineinander kneten kann. Das ist hier ein bisschen schwieriger, aber das sieht man ja gleich bei der Verarbeitung. We'll be right back.
Hallo, ihr Freunde der gepflegten Bastelei. Heute aus der Castfahrt Workstation. Ich darf vorstellen, wir sind hot und man sieht es hotter. Auch genannt die Thermoguys. Ja, manche kennen uns schon hier von Thermoplasten wie Warplast Finest Art, wie Copacast Art.
Das war ein saugeiler Take. Das war ein saugeiler. Ich muss mein Handy noch ausmachen. Ja, super. Ja, Bauch reinziehen. Soll ich drauf warten, bis du einen Bauch angezogen hast? Hab ich. Ah, okay. Der Rest ist ein Muskel. Da, la, 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 la. Wie ein Dosenhals.